Vielleicht bevor ich loslege, stelle ich mal mich einfach vor. Ich kenne die Evi schon sehr lange aus der Heilpraktiker-Ausbildung. Und ich habe lange auch Heilpraktiker ausgebildet, bin selber hauptberuflich Lehrerin für Sport und Chemie. Ansonsten habe ich eben eine Praxis für Naturheilkunde und gebe auch relativ viele Seminare. Und so ist es im Grunde entstanden, dass die Evi mich gefragt hat, ob ich da was sagen könnte. Wenn man mich fragt, was ich in der Praxis mache, dort arbeite ich so vielfältig, dass ich einfach irgendwann mal gesagt habe, wie fasse ich denn das am besten zusammen? Und da kann ich sagen, da werdet ihr heute dann eben bei dem Thema Silizium auch einiges dazu hören, arbeite ich mit Schwingungen aller Art, um eben Menschen wieder zurück in ihren Einklang zu bringen, wenn man einfach Krankheit mal nicht als Ursache sieht, irgendeine Ursache, sondern Krankheit nur als Symptom von einem Missklang, der in irgendeiner Form ins Leben gekommen ist. Und so kann man ja auch dieses ganze Corona-Geschehen auch ansehen. So, also die Evi ist an mich herangetragen und hatte erstmal über die kationischen Lipide gefragt und das hexagonale Wasser und dann eben auch die Bedeutung von dem Silizium im Körper. Und deswegen habe ich einfach mal diese Reihenfolge gewählt. Und da starten wir mal mit dem hexagonalen Wasser. Das ist eigentlich ganz schockierend, dass dieses hexagonale Wasser immer noch für so viele in der Schule auch und in der Universität einfach gar nicht bekannt ist. Das ist der vierte Aggregatzustand vom Wasser. Also bekannt ist in der Regel, dass wir drei Aggregatzustände haben. Das wäre einmal im festen Zustand, also Eis, dann haben wir das flüssige Wasser und dann haben wir den Wasserdampf. Und da haben wir schon eigentlich sehr, sehr viele Anomalien drin, weil das Wasser der einzige Stoff ist, der letztendlich bei unseren Temperaturunterschieden in allen drei Aggregatzuständen vorkommt. Das haben wir sonst von keinem anderen Stoff. Und der Professor Pollack hat geforscht, das ist ein Amerikaner, das heißt, ich habe sehr vieles von ihm noch in Englisch gelesen. Dann kam vor einiger Zeit ein tolles Buch von ihm raus, was auch sehr gut verständlich beschrieben ist, wo er eben Wasser viel mehr als H2O. Und der hat über diese Ausschlusszonen geforscht, nämlich dieses hexagonale Wasser oder Wasser als Flüssigkeitskristall. Und die Idee von dem hexagonalen Wasser ist daher gekommen, dass der Professor Pollack dem hinterhergegangen ist, dass sehr viele Forschungsergebnisse vom Wasser bekannt waren, die man überhaupt gar nicht erklären konnte. Also warum brennt Salzwasser hervorragend, wenn es in einem elektromagnetischen Feld ist? Warum kann in einem starken elektromagnetischen Feld Wasser plötzlich von einem Topf in den anderen wandern und macht eine stabile Brücke, obwohl ja die Flüssigkeit einfach der Schwerkraft nach runterplumpsen müsste. Und dem ist er nachgegangen und hat also gesagt, ja, hexagonales Wasser, also Hexagon heißt ja das Sechseck, und dann sitzt also praktisch der Sauerstoff in den Ecken und der Wasserstoff sitzt zwischen den zwei Sauerstoffatomen. Und dann hat er das ausgerechnet und sagte also, wenn das so sein soll, dann müssten wir hier eigentlich eine Summenformel bekommen, nicht H2O, sondern eine Summenformel von H3O2. Und da kann man auch ausrechnen, wie hier das gemacht ist. Wenn man das einzeln aufzählt, dann kommt man auf eine Gesamtladung von negativ. Und dieses Negativ, das wird noch sehr spannend werden, weil das hat große Auswirkungen. Das heißt nämlich, dass die Säure ist für uns Chemiker H+, aus dem Gitter herausgedrängt wird. Und alle die in der Heilkunde tätig sind, die wissen, dass ein saures Medium für den Körper, außer in der Magen, im Magen, wo die Säure zur Desinfektion benötigt werden, eben sehr problematisch ist.
Die verbleibende Schicht ist also negativ geladen und wir bekommen dadurch zwischen dem Positiven, was aus dem Gitter rausgedrängt worden ist, und der negativen Schicht ein Spannungspotenzial, was hinterher für das Spannungspotenzial an der Zellmembran noch sehr interessant wird. Ja. Und jetzt könnte man sagen, ja, wenn wir solche Schichten haben, die negativ geladen sind, dann müssten sie sich ja gegenseitig abstoßen, weil negativ und negativ stößt sich ja ab. Dem ist aber nicht so der Fall, wenn wir nämlich diese Schichten einfach ein Stückchen verschieben, wie hier. Ich gehe mal mit dem Cursor drauf. Da kommt dann hier ein negativ geladenes oder teilgeladenes Sauerstoffatom über ein Wasserstoffatom, das positiv teilgeladen ist, und da halten dann die Schichten zusammen, und deswegen kann also so eine Schichtung dann stattfinden, sodass immer die nächsthöhere Schicht so seitlich versetzt ist. Und das ist dann auch eine sehr spannende Sache, dass nämlich auch eine Helixstruktur möglich ist, also so eine Sechserwindung. Und da wären wir dann zum Beispiel bei der DNA, also unserer Erbinformation, bei den Proteinen und bei den Enzymen. Das heißt mit anderen Worten, Wasser ist ein hochspannender Informationsträger. Und es ist immer die Frage, was ist zuerst da, die Henne oder das Ei? Und im Wasser ist also sämtliche Information gespeichert. Das erklärt auch erstmals den Versuch, weiß ich gar nicht mehr, wer den gemacht hat. Ich glaube, es war ein russischer Professor, der hat eine DNA in einem Wasser gehabt und hat dieses Wasser in einem Reagenzglas und hat dann elektromagnetische Strahlung. Also zwei Reagenzgläser, in einem Reagenzglas Wasser mit einer DNA, im anderen Reagenzglas Wasser mit den Bausteinen einer DNA. Und dann weiß man ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass sich aus den Bausteinen genau exakt die DNA bildet, die im anderen Reagenzglas ist, die keinen Kontakt haben, ist von der Kombinationsmöglichkeit her null. Und dann hat er ein elektromagnetisches Feld angelegt und siehe, guck, es hat sich aus den Bausteinen die identische DNA in dem anderen Reagenzglas gebildet. Erklären kann man das nur über diese Information, die praktisch elektromagnetisch in das Wasser reingegangen ist und das Wasser diese hexagonalen Schichten gebildet hat und sich dann die Aminosäuren, die im anderen oder die Nukleinsäuren, die im anderen Reagenzglas drin waren, dass die sich dann in der Struktur entsprechend angeordnet haben. Das konnte man überhaupt nicht erklären und nach dem Professor Pollack, also die erste Möglichkeit überhaupt, das zu erklären. Ja, was hat er festgestellt? Dass wenn wir hier eine wasserliebende Oberfläche haben, das kann zum Beispiel eben sein, Moment mal, jetzt muss ich mal gucken, da müsste jetzt eigentlich hier, da stimmt die Animation nicht, sorry, aber hier wäre jetzt diese hydrophile Oberschicht und eine Keimschicht. Und diese Keimschicht, das ist eben wasserliebend, ist zum Beispiel unser Gefäßmaterial, das ja Kollagen, Elastin ist. Und da kann sich das Wasser wunderbar ranstrukturieren. Und wenn eben in dem Kollagen Struktur Veränderungen drin sind, dann wird diese Ausschlusszone genau diese Form oder diesen Strukturdefekt nachgeben. Das heißt, das Wasser bildet praktisch eine Schablone für alle weiteren Schichten und bildet identisch ab, was in der Grundschicht los ist. Ja, also diese Keimschicht, zum Beispiel die Gefäßwand. Und je hydrophiler und regelmäßiger der Formgeber, desto regelmäßiger sind also auch diese Ausschlusszonen. EZ kommt von dem englischen Begriff Exclusion Zone. Und das hat er deswegen so genannt, weil diese Schichten, dadurch, dass die so versetzt gepackt sind, alles rausdrängen, was da irgendwie sich dazwischen drängen möchte. Und dadurch eben Ausschlusszonen
genannt werden oder hat das, das dann so genannt. Und jetzt ist natürlich, wenn jede Schicht negative Ladung bringt, dann wird auch mit zunehmender Menge der Schichten diese negative Ladung immer stärker werden. Das sage ich hier nur schon einmal, weil das nachher noch interessanter wird. Ja? Also wichtig ist auch, Lücken und Unregelmäßigkeiten werden an jede weitere Schicht weitergegeben. Das wird nachher bei den kationischen Lipiden auch nochmal interessant werden. Also der Formgeber übermittelt also die Informationen an die Schichten der Ausschlusszonen. Und das Wasser ist dann also ein Informationsspeicher. Und das erklärt auch erstmals, was man in der Physik einfach so hingenommen hat und überhaupt nicht hinterfragt hat. So funktioniert die Wissenschaft leider schon seit ein paar Jahrhunderten, dass eigentlich das, was Fragen aufwerfen sollte, weil es nicht in die gängigen Theorien reinpasst, einfach geschönt wird und an die Theorie angepasst wird, damit man die Theorie nicht verändern muss. So kann man zum Beispiel auch erklären, dass die Quantenphysik, die schon 1920 sehr ausgereift war, bis heute in der Physik, in der Chemie, in der Biologie und in der Medizin noch nicht angekommen ist, obwohl die ganze Computertechnologie genauso funktioniert und obwohl das die Lösung vieler, vieler Herausforderungen wäre, mit denen wir heute zu tun haben. Und auch da ist immer die Frage, warum ist es so? Wer hat da ein Interesse dran, dass das nicht publik wird oder nicht so publik wird, wie es eigentlich sein sollte? Also, die Erklärung jetzt hier, ein Teil der Energie erhöht die Wassertemperatur und ein anderer Teil dieser Energie, wenn das Licht auf das Wasser kommt, wird dazu verwendet, Ordnung aufzubauen, also Spannungsenergie, potenzielle Energie. Das heißt, diese Ausschlusszonen machen ja eine negative Ladung und sind so ein halbkristallines Gebilde und das Restwasser hat dann die frei umherschwimmenden H+-Ionen, die lagern sich dann wieder an Wasser an. Da sprechen wir als Chemiker dann von H3O+-Ionen oder Oxonium-Ionen. Und interessant ist, dass Infrarotlicht am stärksten wirkt, also Wärmestrahlung. Das heißt, Sauna, Sonne, Wärme ist für uns ganz arg wichtig. Und das ist ja dann auch spannend, warum wir beim Lockdown gar nicht mehr raus durften und in der Stube hocken müssen. Ja, also wird nochmal interessant, warum jetzt dieses Infrarotlicht und die Ausschlusszonen so wichtig sind. Das heißt, alles, was an Strahlung auf das Wasser kommt, wird in Form von Energie und Ordnung da in unseren Körper hineingespeichert. Wir bestehen ja zu 70% aus Wasser, Säuglinge dann bis zu 80%. Das heißt also Strahlung, egal ob es Licht ist, elektromagnetische Strahlung, 5G, was auch immer, macht etwas mit unseren Ausschlusszonen in unseren Gefäßen. Es wird also daher kann man auch viele Störungen erklären, wie Krankheit dann auch zustande kommt. Also durch die Ausschlusszonen entsteht eine Spannungsdifferenz. Hier ist das nochmal gezeigt und das erklärt dann auch einen Versuch, den der Professor Pollack erstmals erklären kann. Warum kann man an einem hydrophilen, also einem wasserliebenden Wand, wie zum Beispiel einer Gefäßwand, und einem normalen Wasser eine Spannung anlegen oder eine Spannung messen und tatsächlich auch wie eine Batterie benutzen, das heißt ein Birnchen brennen lassen. Also der Professor Pollack hat natürlich nicht jetzt mit Gefäßen gearbeitet, weil der wollte jetzt nicht irgendwelche Tiere zerlegen, sondern der hat dann einen Kunststoff genommen, der sehr, sehr ähnlich unserer Gefäßstruktur ist, ein Naphion. Und da konnte der dann eben im Labor diese Versuche entsprechend machen. Das heißt also, wenn wir in der Sonne liegen, laden wir regelgerecht, tanken wir unsere Batterie auf. Ja, das spüren viele Menschen, dass die Sonne so gut tut und viele Menschen haben eben dann auch den Drang, sofort rauszugehen ins Freie, wenn die Sonne scheint. Und hier wäre also diese wissenschaftliche Erklärung mal weit noch weg von dem Vitamin D, sondern ganz schnöde die 70% Wasser, die wir im Körper haben.
Das sind die Versuche dazu. Also da hat er, wie gesagt, das Naphion genommen, das wäre hier an der Seite, hat hier Wasser hineingegeben und hat in das Wasser kleine Lichtpartikel hinein, also kleine Farbpartikel hineingegeben und dann hat er das Licht darauf gestrahlt. Das war die Ausschlusszone am Anfang und das ist dann die gewachsene Ausschlusszone unter Lichtbestrahlung. Das heißt, wir können also ein Zellspannungspotenzial aufbauen, indem wir uns im Licht bewegen. Also bisher kann man auch nicht erklären, wieso Baumriesen bis zu 50 Meter das Wasser aufsteigen lassen können, weil wenn man in der Physik Versuche macht, dann kriegt man in den feinsten Haarkapillaren Wasser maximal 2 Meter hoch. Und die Frage ist, wie machen denn die Baumriesen das? Da wird dann erzählt, ja, die verdampfen oben das Wasser und dann entsteht ein Sog. Und aber selbst wenn man das nachbaut, kriegt man das nicht hin. Und die Frage ist also, wieso? Das sind normalerweise so Fragen, die Kinder stellen. Und das ist das, was der Wissenschaft heute verloren gegangen ist, dass sie genau solchen Fragen hinterhersteigt, um zu sagen, Moment mal, da können wir was nicht erklären. Was ist eigentlich hier los? Man kann auch nicht erklären, wie so ein Blut mit Erythrozyten, die einen Durchmesser von 7,5 Mikrometer haben, durch Kapillaren passt, die einen Durchmesser von 5 Mikrometer hat. Also jeder, der mal versucht hat, eine Kartoffel in einen Auspuff zu stecken, der weiß, dass das nicht geht. Ja? Und dann wird dann irgendwo in der Schulmedizin und in der Biologie erklärt, ja, die Erythrozyten können sich falten und deswegen passen die da durch. Und das ist aber irgendwie ein bisschen eigenartig. Ne? Außerdem würde das eine Pumpleistung vom Herzen ungefähr erfordern, die letztendlich ungefähr eine Pumpleistung von 2 Atmosphären Überdruck bräuchte. Ne? Das schafft das Herz gar nicht. Also an der Stelle müsste eigentlich auch schon klar sein, dass das Herz überhaupt nicht dazu da ist, das Blut zu pumpen, schon auch, aber das Herz eine ganz andere Funktion hat. Da kommen wir dann nachher auch mal noch drauf. Also, was hat der Professor Pollack gefunden? Und das war ein Zufallsbefund auch von einem Student, der nachts da nochmal rein ist. Und da hatten sie solche Naphion-Kapillaren in Wasser gelegt. Da hatten sich dann die Ausschlusszonen gebildet und in der Naphionröhre, da waren dann die positiven Ladungen, das heißt, die Säure war da drin. Und der Student, also Röhrenwand, Ausschlusszonen, Protonen gleich Säure. Und der Student hat also mit der Taschenlampe drauf geleuchtet und dann hat sich in der Röhre die Ausschlusszone verstärkt. Haben wir ja gehört, gell? Diese Schwingungsenergie des Lichts wird umgewandelt in eine Ordnung in den Ausschlusszonen. Und demnach haben wir dann mehr Säure in der Röhre. Und jetzt sitzen also diese Plusteilchen etwas enger, werden auch von der Röhrenwand, die ja negativ geladen ist, abgestoßen. Und beziehungsweise da werden sie eigentlich angezogen von dem Negativen, aber sie sammeln sich auf jeden Fall da in der Mitte. Und irgendwann sind da so viele drin, dass die anfangen, sich gegenseitig abzustoßen. Und es war dann der Zufall, wo der Student sprachlos war, dann gerannt ist, um den Professor Pollack zu holen, weil es ist durch einen Zufall dann entstanden, dass diese positiven Ladungen plötzlich an einer Seite ausgetreten sind. Und das an, also hier an der Stelle gezeigt und dass hier an der Stelle plötzlich Wasser neu hineingezogen worden ist und das Ding ist endlos gelaufen. Das heißt, die haben da aus Versehen sozusagen ein Perpetuum mobile in natura hergestellt. Und das, was dann wirklich interessant ist, ist, dass hier ein Sog entsteht. Und wir wissen ja in der Physik alle schon, dass wir, wenn wir was ansaugen, dass wir da mehr Kraft entwickeln können, als wenn wir drücken und schieben.
Und das wäre jetzt die Erklärung dazu, wie denn überhaupt das Blut bei uns in diesen Mini-Kapillaren strömen kann. Weil wir haben ja die Mini-Kapillaren auch an der Hautoberfläche. Da kommt die Sonne drauf und dann gibt es eben diesen Sog, der entsteht. Und dann werden sozusagen die Erythrozyten durch die Kapillaren durchgesaugt. Es ist also nicht eine Pumpleistung, eine Druckleistung vom Herzen, sondern es ist eine Sogwirkung durch die Ausschlusszonen. Und das ist auch der Grund, warum Menschen, die nicht ans Licht gehen oder nicht genügend ausreichend an der Sonne sind, entsprechend dann krank werden. Also das ist noch viel tiefer gehend als die Theorie oder die Erkenntnisse über das Vitamin D. Ja. Ja, was hat jetzt die Ausschlusszonen mit der Zellgesundheit zu tun? Da können wir sagen, durch die Ausschlusszonen ist das Zellinnere negativ geladen und die Protonen, das heißt die Säure, wird nach außen ins Blut abgegeben und die Säure wird dann durch die Körperflüssigkeiten abgeführt. Das heißt also zum Beispiel, das Blut transportiert es ab, das Blut ist dann auch stark gepuffert. Und dann atmen wir das ab in der Lunge. Der Schweiß ist in der Regel sauer, dass da auch Säure raus kann. Der Urin ist sauer, besonders morgens. Der Atem, wenn das die Kohlensäure eben in Wasser und Kohlenstoffdioxid zerfällt, kriegen wir auch viel Säure aus dem Körper raus. Und das habe ich mal versucht, nach einem Vortrag, den er gehalten hat, dann zu zeichnen, wieso das Zellinnere negativ geladen ist. Also unsere Zellen sind ja gefüllt mit dem Zellplasma und die Zellorganellen, die haben ja auch diese Zellmembranen, die nach außen hin mal negativ geladen sind. Da werden wir nachher auch ein bisschen was noch dazu hören. Und diese negative Ladung, die bewirkt dann, dass das Wasser sich daran lagern kann, diese Form dieser Zellorganellen nachbildet, die Ausschlusszonen bilden kann. Und dann haben wir hier dann zwischendrin in dem Zellplasma die H-Plus-Ionen oder H3O-Plus-Ionen und die werden dann praktisch durch die Zellmembran rausbefördert. Und das heißt also, im Grunde müsste die Schulmedizin längstens überdenken nach den Forschungsergebnissen von Professor Pollack, dass wir nicht durch die Natrium-Kalium-Pumpen das Zellmembran bekommen, sondern durch das Zellpotenzial bekommen, sondern durch die Ausschlusszonen. Ja? Also im Zellinneren negativ und außen positiv. Und der Professor Pollack hat dann weiter geforscht und hat gesagt, also ist eine Zelle und ihre Umgebung übersäuert, dann haben wir ja immer in Richtung einem Ionengefälle wandern die Ionen. Also wenn hier eine hohe Konzentration an H+ ist, dann wandern die H+ nicht aus der Zelle raus, sondern müssen in der Zelle bleiben und wenn es ganz saublöd läuft, laufen sogar H+ in die Zelle hinein. Und wenn da übersäuert ist und diese H+ dann da sind, dann ziehen die natürlich, wandern die an die Ausschlusszonen hin und zerstören diese, weil die ja positiv und negativ sich ja anzieht. Und damit wird dann das negative Potenzial verringert. Und die Forschungsergebnisse von dem Professor Pollack haben ergeben, eine gesunde Zelle, was wir ja in der Schulmedizin auch wissen, hat im Inneren ein Potenzial von minus 70 bis minus 90 Millivolt. Also innen positiv geladen, negativ geladen, außen positiv geladen. Interessant, Forschungsergebnisse, eine Krebszelle hat nur ungefähr minus 50 Millivolt, das heißt also, letztendlich Übersäuerung schafft Krebs oder Sterben der Ausschlusszonen, nicht ausreichend in der Sonne gewesen. Schlechte Gedanken, ja, machen auch Ausschlusszonen, also Schwingungen aller Art, da kommen wir nachher noch drauf. Und unter minus 20 Millivolt stirbt eine Zelle. Das ist also diese Sache von den Ausschlusszonen. Hochspannend. Oxidativer Stress, da geht es also um die Redoxpotenziale, das wäre also genau diese Zellspannung plus und minus, also plus außen, minus innen,
wenn sich das rumdreht, haben wir gerade gehört, innen positiv, außen negativ, dann heißt es, es läuft Oxidation und letztendlich gibt es Gesundheitsschädigung und allen voran werden die Mitochondrien zerlegt. Das sind ja unsere Kraftwerke, das heißt Alarmsignale, müde, matt, abgeschlagen. Und als sich die Natur entschieden hat, mit dem Sauerstoff in der Atmungskette zu arbeiten, haben wir ein ausgeprägtes Problem gehabt, nämlich mit diesen Sauerstoffradikalen, die auf die Zellmembranen knallen und sich da Elektronen rausreißen. Und deswegen gibt es in den Zellen ein ausgefeiltes antioxidatives Netzwerk. Und dieses antioxidative Netzwerk, da findet ihr auf der Webseite vom Verein Wege in die neue Zeit e.V., da findet ihr unter Videos auch einige Berichte oder Vorträge von mir. Da kann man sagen, also da nützt es nichts, nur ein Vitamin E oder ein Vitamin C zu nennen, sondern das sind viel, vielfältige Substanzen, die da ineinander greifen. Also von den Spurenelementen Zink, Mangan, die in Enzymen drin sind, bis hin zu Glutathion, Alpha, Liponsäure und dann eben noch die ganzen Pflanzenstoffe, die da helfen. Negativ würden wir in Richtung Reduktion laufen und dann hätten wir ebenso eine Gesundheitsförderung, die in Richtung Verjüngung, Anti-Aging und Wohlbefinden geht. Also Möglichkeiten, so ein reduktives Milieu zu erreichen, ist eben mit einer Wasseranlage, wenn ich Wasser ionisiere und aktiven Wasserstoff drin habe. Das hat schon der Viktor Schauburger festgestellt, der das beobachtet hat, dass Wasser in einem Bergbach wesentlich aktiver ist, weil nämlich der Sauerstoff darunter geblubbert wird und an dem Sauerstoff sich dann die Ausschlusszonen bilden. Auch der Professor Pollack hat dann auch die Beobachtung von dem Viktor Schauburger, den er nicht kannte, weil der hat vorher gelebt, also der ist schon lange verstorben. Der Professor Pollack lebt noch, also der Viktor Schauburger, der hat zum Beispiel beobachtet, dass Fische nicht mit dem Strom abhauen, wenn sie in Gefahr sind, sondern gegen den Strom. Und eigentlich müssen die, wenn man die Geschwindigkeit vom herabfließenden Wasser dazu addiert, nach unten fliehen. Tatsächlich machen sie es genau im Gegenteil und sind nach oben viel schneller als nach unten. Und das liegt an den Ausschlusszonen und der Levitation, die dadurch entsteht durch den Sog, den wir vorher schon erklärt haben. Antioxidantien haben wir gesagt, elementarer Schwefel habe ich selber ausprobiert. Also der elementare Schwefel ist echt eine Herausforderung. Ich mache es heute über die Antioxidantien und über die Wasserionisation, dass man da wirklich Wasser mit sehr vielen Ausschlusszonen dann eben zu sich nimmt. Ja, ein Dr. Probst, von dem stammt diese Grafik, hat gesagt, das Zellmilieu ist ganz entscheidend für Gesundheit. Also muss ich gar nicht so sehr Angst haben vor irgendwelchen Viren. Das sagt ja auch der Dr. Hamer, der kommt dann mehr mit den Konflikten. Aber hier jetzt mal einfach rein physikalisch, chemisch. Der Worst Case ist hier oxidativ sauer. Ja, weil sauer zerstört die Ausschlusszonen, oxidativ macht das Zellpotenzial kaputt und das ist so der Bereich, wo im Grunde alles in die Zelle eingeladen wird, Hauptsache der Dreck kommt raus, das heißt Pilze, Bakterien, Mikroben aller Art. Etwas besser wäre dann schon reduktiv und sauer, aber auch noch nicht wirklich so der Brüller. Oxidativ-basisch hat immer noch das Problem, dass eben diese Zellspannung sich auch noch nicht wirklich aufbauen kann, wobei das basisch schon besser ist. Und ideal ist im Grunde genommen dann das reduktiv-basisch. Und die klare Aussage von dem Dr. Karl Probst ist, dauerhafte Gesundheit ist nur im reduktiv-basischen Milieu möglich. Und da helfen eben nach dem Professor Pollack die Erklärung, das sind die Ausschlusszonen, die eben zusammenbrechen, wenn das Milieu nicht stimmt. Und das heißt, wenn wir gesund bleiben wollen, dann müssen wir gucken, dass unser Körpermilieu passt. Also dann ist die Zelle
fit und gesund. Ja, das wäre mal so das zu dem hexagonalen Wasser und dieser unglaublichen Bedeutung.